Ja, dann darf ich aufrufen, den Abgeordneten Martin Hagen von der FDP-Fraktion. Herr Kollege Hagen, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher auf der Besuchertribüne und insbesondere Besucherinnen. Hunderttausende Menschen, Männer und Frauen in Bayern leiden unter Unfruchtbarkeit. Sie können auf natürlichem Weg keine Kinder kriegen. Die moderne Reproduktionsmedizin, der Kollege Seidenhardt hat das auch medizinisch, technisch detailliert dargestellt, bietet vielen von Ihnen heutzutage Gott sei Dank eine Möglichkeit. Aber auch dieser Weg zum Wunschkind ist nach wie vor ein steiniger. Er ist gepflastert mit Stress und Druck, er ist gepflastert mit vielen Hoffnungen und vielen Enttäuschungen. Und zur psychischen und emotionalen Belastung kommt leider auch eine enorme finanzielle Belastung dazu. Kinderwunschbehandlungen sind sehr teuer und viele Paare können sich die hohen Kosten für eine künstliche Befruchtung oder häufig sind es auch mehrere künstliche Befruchtungen nicht leisten. Zumindest bei letzterem Punkt können wir als Politik die betroffenen Paare unterstützen. Ein Kinderwunsch darf nicht länger am Geldbeutel scheitern und deswegen ist es gut, dass wir diesen Antrag heute auf den Weg bringen. Seit nunmehr sieben Jahren, beinahe acht, übernimmt der Bund ein Viertel der nach Abzug der Kassenleistung verbleibenden Kosten. Aber bis heute können bayerische Paare diesen Zuschuss nicht in Anspruch nehmen, weil er an eine Kofinanzierung des Bundeslandes gekoppelt ist, den Bayern leider bisher noch nicht auf den Weg gebracht hat. Diese Kofinanzierung wollen wir jetzt heute auf den Weg bringen und ich freue mich drauf, wenn die Staatsregierung im Jahr 2020 dann ein entsprechendes Gesetz auch vorlegt. Wir gehen davon aus, dass durch dieses Gesetz dann in Bayern künftig rund 1000 Kinder jedes Jahr geboren werden können, die ohne diese Förderung niemals das Licht der Welt erblickt hätten. Eine wunderbare Sache, ich glaube, darin sind wir uns einig und es freut mich, dass alle Fraktionen, das kommt ja auch nicht häufig vor, in diesem Haus ihre Zustimmung zu diesem Antrag signalisiert haben. Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Vorredner, beim Kollegen Seidenhardt, der als Ausschussvorsitzender im Gesundheitsausschuss maßgeblichen Anteil daran hat, dass wir diesen Antrag zu einem gemeinsamen Antrag der FDP mit den Regierungsfraktionen machen konnten und der persönlich auch viele Jahre sich schon wie viele andere in allen Fraktionen für dieses Thema engagiert hat. Natürlich wird mit diesem Antrag nicht alles gut und wir werden nach wie vor viel zu tun haben, um Paare zu unterstützen. Bundesrechtlich haben wir nach wie vor ein Embryonenschutzgesetz aus den frühen 90er Jahren, das den medizinischen Möglichkeiten nicht Rechnung trägt. Viele Paare sind immer noch gezwungen, ins Ausland zu gehen, nach Spanien oder nach Osteuropa, um dort beispielsweise durch eine Eizellspende sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Wir als FDP glauben, auch hier sollten wir modernisieren, auch hier sollten wir bayerischen und deutschen Paaren mehr Unterstützung zukommen lassen. Es geht auch um den Berechtigtenkreis. Unser Programm gilt insbesondere für verheiratete, heterosexuelle Paare. Hier sollten wir auch mit der Zeit gehen. Aber alles das sind Bundesregelungen. Wir erleichtern heute gemeinsam für bayerische Paare den Zugang zur Reproduktionsmedizin. Wir geben damit vielen bayerischen Paaren Hoffnung. Ich danke Ihnen dafür. Ich bedanke mich beim Abgeordneten Hagen für seine Worte. Ich darf aufrufen die Frau Abgeordnete Christina Haubrich von den Grünen. Bitte schön, Frau Haubrich.